Very cool. Excellent. Put the coin away. We got more. It'll be dancing by tomorrow. We've got some blank cards. Cards that are blank on both sides. We also have a piece of charcoal. We're going to take the charcoal and draw a line on the card. And we need someone's hand. Spread out your hand. Yeah, there you go. We're going to put the charcoal on top of their hand. The card goes on top of the charcoal. Put your other hand on top of that. Exactly. Hi. Have we ever met before? No. No. All right. I want you to close your eyes and picture your perfect place. You thinking of it? Yes. Say it out loud. Malibu. Malibu. That is correct. I'm just kidding. Close your eyes. Did you say the word Malibu to anybody in the audience before the show? No. Did you say the word Malibu to anybody during the show? No. All right, fine. Everybody else, put your hands around her hands. Put your hands around her hands. And I want you to all concentrate on the word Malibu. Concentrate on the word Malibu, that piece of charcoal, or write the word Malibu on the bottom of that card. And it's done. Everyone remove your hands, but keep your hands together, darling. Open your eyes. Would you be amazed if it said Malibu on the bottom of that card? Yes. So would I. I don't want anybody to see what's written. Just peek between your hands like this. Peek inside. Show the card to the camera. Give her a big round of applause. Nicely done. Ich brauche mal eine Dame aus dem Publikum. Kann ich mal das Saallicht haben, bitte? Perfekt, vielen Dank. Hallo, wie heißen Sie? Paige. Hier ist der Applaus für Paige. Paige, alles klar? Paige, ich zeig Ihnen jetzt was Schönes. I'm going to show you something really cool with this big deck of cards. These cards have symbols that represent the moon. We got the full moon, we got the half moon, we got the crescent moon, we got the blue moon, we got the moon river, we have the moon over Miami, we got the Keith moon, we got my moon. You got the idea. Paige, I need your help. I need you to take your finger, touch a card, and keep your finger on it, all right? Anyone you want. You can stick with that one or change your mind. It's your choice. Happy to take it out real slow. Don't want anybody see it, especially me. Just take a peek at it yourself and hug it tight like this, both hands. Excellent, good. Because I'm going to try to read your mind. Need you to face me, face me. Come a little closer. A little closer. Yeah, it's my job. Stay there, don't move, okay? I'm going to stand with my back to you. Press up against me. Cheek to cheek. It's very important that I feel the vibrations. So Paige, take your right hand and put it on my leg. Could you press a little harder, Paige? Good. Don't let go, whatever you do. I want you to make a mental picture of your card. I'll try to draw a picture of it on this pad, all right? I'll draw a picture of the ocean first. And if you concentrate hard enough, I'll draw a picture of the moon that you're thinking of above the ocean. But first, let's have some mind-reading music. I want to know what you're thinking. There are some things you can't hide. Oh, yeah. So far, so good. That's it. Go with it, Paige. Dance with me, Paige. This way. Push me back. This is Bill Clinton and Monica Lewinsky. Those are good vibrations right there. That's not my leg, Paige. But you are welcome anytime. Paige, the moon you've been thinking of, the moon you've been holding on to all this time, is the full moon. What does this mean in Memphis?
Are you serious? Und ich hab sehr gern mit ihm and it getan. Felt so good dancing with you too. Das ist der That's the crescent moon. I'm only off by 2/3. Aber eigentlich soll es hier Actually, this is not a picture of the moon. Actually, this is a picture of the sun. Waiting to set on the night of the crescent moon. Everybody keep your eye on the picture. You can keep it, take it home with you. And give her a big round of applause. Live in New York, wo es gleich mit David Copperfield weitergeht. Ah, hier ist er ja schon. Der Countdown zur größten Herausforderung seines ganzen Lebens. Er wird im Zentrum eines Feuersturms stehen. Kann er das überleben? Gleich sind sie live dabei. Jetzt brauchen Sie die Karten mit der Stadt Ihrer Träume. Holen Sie sie raus. Sie brauchen alle 8 Karten. Ganz oben liegt die Karte mit der Stadt Ihrer Träume. Geben Sie mir Ihre Hand. Wie heißen Sie? Nicole. Einen herzlichen Applaus für Nicole. Bitte setzen Sie sich doch hierher. Nehmen Sie alle Ihre Karten und bilden Sie damit einen großen Fächer. Nehmen Sie jetzt die Traumkarte irgendwo, tun Sie oben, unten, in der Mitte, irgendwo rein. Meine kommt hier hin und Ihre Karte ist, wo immer Sie wollen. Machen Sie das jetzt. Und danach schieben Sie die Karten wieder zu einem Stapel zusammen. Die helle Seite kommt nach oben und jetzt mischen. Mischen, so viel Sie wollen. Und wenn Sie genug gemischt haben, machen Sie einen Stapel. Legen Sie ihn auf Ihre Handfläche mit der hellen Seite nach oben. Ihre Beine bilden jetzt einen Tisch. Also heben Sie die Knie an, damit Ihre Oberschenkel waagerecht sind. Eine Parallele zum Boden bilden. Passen Sie auf, dass Sie keine Falten werfen und dass sich Ihre Unterwäsche nicht abzeichnet. Bilden Sie zwei Stapel. Links und rechts. Legen Sie sie übereinander und merken Sie sich, wo die Karte mit der Stadt Ihrer Träume ist. Und danach nehmen Sie den Stapel mit dem Städtenamen mit der hellen Seite nach oben. Mischen Sie wieder die Karten. Solange Sie wollen, mischen, mischen, mischen. Wenn die Karten gut gemischt sind, bilden Sie einen Stapel. Legen Sie die Karten mit der hellen Seite nach oben auf Ihre Handfläche. Nehmen Sie den anderen Stapel und legen Sie ihn auf den Stapel in Ihrer Hand. Okay, und jetzt wieder zwei Stapel, links und rechts. Aufeinander legen und nicht vergessen, in welchem Stapel die Karte mit dem Städtenamen ist. Aber dieses Mal nehmen Sie den Stapel, in dem die Karte mit der Stadt Ihrer Träume nicht drin ist. Den Stapel ohne Städtenamen. Drehen Sie den Stapel um, die dunkle Seite nach oben. Und jetzt wieder mischen. Warum, weiß ich auch nicht. Machen Sie es einfach. Genug gemischt. Die dunkle Seite bleibt oben und dieser Stapel kommt auf den anderen drauf. Nehmen Sie das Ganze in die Hand und legen Sie es auf Ihre Handfläche, so wie ich es Ihnen jetzt vormache. Raten Sie mal, was jetzt kommt. Es gibt wieder zwei Stapel. Okay, links und rechts. Dadurch dauert diese Show ewig lang. Überlegen Sie, wo der Städtename liegt und nehmen Sie dann den anderen Stapel. Sie nehmen den Stapel ohne Städtenamen und mischen einfach weiter. Das reicht schon. Dieser Stapel kommt auf den anderen. Sie halten das Ganze fest und jetzt aufgepasst. Sie drehen den Stapel um und legen ihn auf Ihre Handfläche. Von jetzt ab ist es wichtig, dass der Stapel gerade gehalten und nicht gedreht wird. Schön gerade halten. Und das Ganze kommt jetzt unter Ihren Po. Unter welche Hälfte entscheiden Sie? Nicht in die Mitte. Und bitte nur den eigenen Hintern. Nochmal mit der Hand kontrollieren und jetzt fassen Sie die Karte.